Es ist kein Mangel an besseren und interessanteren Lehrmethoden, sondern sie wurden systematisch platt gemacht. Das habe ich auch selber am eigenen Leibe erfahren. Die diese wunderschöne Möglichkeit eines Lernens aus Interesse und Neugier so mit Füßen treten und so viel kaputt machen. Und das ist schon schlimm genug. All die Opfer, die da sozusagen auf der Strecke bleiben, das ist schon schlimm genug. Am Abend des 17. November 1881 wird Captain John G. Burke, Offizier der 3rd Cavalry der US Army und Amateurethnograf, mit einigen Missionaren und Kolonialbeamten in ein Dorf der Zuni-Indianer in Neumexiko eingeladen, wo Mitglieder eines Geheimordens der Zuni zur außergewöhnlichen Ehre der Fremden einen ihrer charakteristischen Tänze vorführen wollen. Als mit Einbruch der Dunkelheit der Tanz beginnt, wird Burke und den Missionaren unbehaglich. Einige der Indianer tragen amerikanische Armeeuniformen. Einige erscheinen ausstaffiert wie die Kopie eines katholischen Priesters. Plötzlich drehen sich die Tänzer um, werfen sich in einer Linie vor den Fremden auf den Boden und scheinen ein katholisches Abendmahl nachzuahmen. Eine Indianerin tritt mit einem großen Topf Urin in den Kreis, den die Tanzenden mit Herzenslust leeren und zudem jede Menge Exkremente verzehren, mit denen sie sich auch beschmieren. Was, fragen sich die Forscher, Kolonialbeamten und Missionare, geht in den Köpfen dieser Eingeborenen vor? Das erste Land, die China, braucht bei Paris kein CO2 einsparen. Das zweite Land, USA, will gar nichts einsparen. Das dritte Land, Indien, braucht nicht. Das vierte Land, Sie Russland, können die Grafik will nicht. Jetzt bitte runternehmen. Und wir, ich darf auch keine Zitate, glaube ich, hier bringen, weil das die Öffentlichkeit informiert. Okay. Kritik daran zu üben, ist für Politiker zum Karriererisiko geworden. Schüler boykottieren nun exakt die Institution, die bislang eine tragende Rolle bei der Verbreitung des Narrativs von der menschengemachten Erderwärmung spielte. Die mag innerlich noch so logisch sein, wenn die Grundannahmen schon grundlegend verkehrt sind, also zum Beispiel realitätsfern, dann nützt es auch nichts, wenn man diese Annahmen durch eine Art mathematischen Wolf dreht. Aber diese Art von Theorie, die lässt das einfach dabei zu sagen, angenommen es sei und auch wenn es nicht ist, wird trotzdem drauf los theoretisiert. Aber hier ist es ja zusätzlich schlimm, dass dabei ein Weltbild scheinbar mathematisch exakt bewiesen damit abgeleitet wird. Es war die Idee findiger Unternehmer aus dem Umfeld der radikalen Ökolobbygruppe Extinction Rebellion, die 16-jährige Aufsatzwettbewerbsgewinnerin Greta Thunberg zum Werbetestimonial zu machen. Sie wollen so Gründungskapital für das Startup We Don't Have Time einsammeln. Dieses will nach eigenen Angaben dem, wie es sie nennen, Schweigen der Medien über die Klimakrise entgegenwirken. Tatsächlich waren es die Medien, die Greta Thunberg zum Popstar einer angepassten Rebellion machten. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel solidarisierte sich jüngst öffentlich mit Thunbergs Schulstreikbewegung. Politiker loben die Bereitschaft der Jugend, sich politisch einzumischen, die so zum Ausdruck komme. Wesentlich wortkarger zeigen Politik und Medien sich hingegen bei einem anderen politischen Kinderstar aus Schweden, der 15-jährigen Isabella Nilsson-Jarwandi, die zu den engagiertesten Aktivisten der schwedischen Gelbwesten zählt. Sie kümmert sich nicht um das Klimathema, sondern kritisiert Globalismus und Machtmissbrauch. Sie bringt ihren Unmut über Politiker des eigenen Landes zum Ausdruck, die schon Kindergartenkindern die Gender-Ideologie aufzwingen oder schwedische IS-Terroristen aus Syrien und dem Irak zurückholen wollen. Während Greta will, dass wir wegen des Klimas in Panik geraten, meint Isabella, man sollte dies wegen des, wie sie es nennt, Genozids am eigenen Volk. Sie wollen uns zu fügsamen Haushunden abrichten. Um nichts anderes geht es. Dazu sucht Bundeskanzlerin Merkel den Rat von Psychologen. Die sollen helfen, das Volk ganz sanft zu beeinflussen. So sanft, dass es das am besten nicht bemerkt. Dahinter steckt nach ausländischem Vorbild die Annahme, dass die Regierung besser weiß, was gut ist für die Menschen. Und gerade das lässt Kritiker ganz unsanft reagieren. Und ob sie es wollen oder nicht, sie hinterlassen damit eine riesige Datenspur, die die Regierung auswertet.
In der Hand der Regierung werden diese Daten zur modernen Peitsche des Staates. Sie bilden die Grundlage für die Volkserziehung 2.0. Sprechen, was ist das? Es ist das Gesicht des neuen europäischen Faschismus, der hier